Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von My Time at Portia. Das ist ein neuer Tag. Handwerker, das ist das erste Mal, dass ich eine Verabredung hatte, weißt du? Sie war nicht sehr überzeugend. Ich dachte, es gäbe irgendwelche Offenbarungen oder eine Erleuchtung. Aber ich schätze, da habe ich falsch gedacht. Diese Märchenbücher sind wirklich irreführend. Experiment fehlgeschlagen. Was soll's? Hier, nimm die Kamera, sie gehört dir. Danke für deine Kooperation. Merlin. Ja, behalte ich natürlich. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Peach Plaza eine wichtige Ankündigung. Bitte kommt pünktlich um 19 Uhr. Ja, dass das Museum gebaut wird. Howdy, Yogi. Der Vermietungszeitraum für Pferd ist abgelaufen. Deswegen nehme ich das Reittier wieder zurück. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. MacD. Lieber Handwerker, du warst extra krass dieses Mal und deswegen kriegst du einen exquisiten Föhler. Dankeschön. Inventar ist voll. Schon mehr Post. Wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen. Hier ist das Ergebnis. Schmieden. Ja, das freut mich natürlich. Jetzt mal hier ein bisschen was einsortieren. Zeug. Wir haben gestern Ack nicht beschenkt. Oh, fuck. I forgot my Ack. Ich wollte auch Ack beschenken. Mir wurde doch gesagt, es ist gut, mit ihm befreundet zu sein. Für Rabatte. Das sagt mir mein Spiel auch noch. Achso, oder sie geben was bekannt über Ack. Das kann natürlich auch sein. So. Oh, Eisenbarren, da haben wir mittlerweile relativ, ne? Warte mal, wie viele haben wir? 2006. Oh, ich könnte schon fast 1000 Eisen machen. Was geht denn ab? So, ihr seid alle noch 8 Stunden beschäftigt. Das finde ich gut. Tanken müssen wir eigentlich gar nicht. Aber ich würde die Fertigung hier überall noch ein bisschen hochdrehen. So, das heißt, wir müssen aber auch ins Forschungszentrum, um im Forschungszentrum neue Aufträge zu verteilen. Fortgeschrittene Text. Das sind so viele Dinge. Lagerung 2. Das ist doch schon mal eine Ansage. Da können wir doch mal. Haben wir vielleicht noch eine Lagerung? Ich glaube nicht, aber wir skippen mal kurz durch. Ich meine aber, wir haben keine Lagerung mehr. Ich meine, wir hätten zu viel hier nicht von der Lagerung gemacht, sondern von dem hier. Und das ist sogar noch im Inventar. Vom Flaschenzug. Okay. Lagerung fertigen 2. Wir machen jetzt erstmal eine Schmiede. Federn brauchen wir auch 2, da sollten wir haben. Carbonstahlbarren 20. Manganstahlbarren 5. Komm, das ja. Brauchen wir direkt mal drauf. Und da können wir doch bestimmt coole Sachen machen. Also eine Schmiede, würde ich sagen, da kann man coole Sachen machen. Der brauchen wir 5. Uns fehlen noch 6 Carbonstahlbarren. Aber das sollte ja eigentlich, ne, in Arbeit sein. Oh, ein cooler Hammer. Hast du aber einen großen Hammer? Das heißt, wir brauchen Federn. Bodenschätze? Nee. Aber alte Teile habe ich auch gesehen. Ich weiß nur nicht mehr, wie viele. Deswegen nehmen wir alle mit. Federn, 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 Federn. Aber auch meine Angel. Ich glaube, 2 Federn brauchen wir. Gemischtes. Das macht ja Sinn. So. Damit die Schmiede schön bouncen kann. Up, 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 up. Boin, boin, boin. Up, 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 up. Bodenschätze, da hatten wir die alten Teile rein. Da tun wir sie auch wieder hin. Kritische Trefferchance plus 10%. Das heißt, es ist ein Add-on. Mal da rein. Ich sortiere jetzt mal alles ein. Muss aber mal klar ist. Also in die Metallekiste könnte ich mir vorstellen, tun wir die 10 Legierung. Tun wir auch mal die Stahlplatten rein. Ja, und komm, das Glas auch. Das Glas auch. Das müssen wir Ack schenken, das müssen wir Dings schenken. Das eine, was man. Was ist das hier? Ein Möbelstück. Ausdauer plus 8.
Erstmal ein hübsches Möbelstück. Und dann gehen wir mal kurz rein und platzieren mal ein hübsches Möbelstück. Ich habe ja sonst nur Scheißdreckmöbelstücke. 72 Stühle zum Beispiel. Guck mal, so eine schöne Kommode neben's Bett. Geht nicht. Ach, geht doch. Und da scheint die Uhr im Weg zu hängen. Guck mal. Oh, man kann es auch öffnen. Kann ich da so einen Fisch reintun? Und so einen Kürbis? Dann guckt da so ein Fisch grimmig raus. Komm schon. Gib mir die Raupe. Ja, schade, dass ich nicht so rumlaufe. Sonst wird man es ja tatsächlich auch sehen. Aber so laufen wir ja nicht rum. Weißt, wir können jetzt auch wieder ein paar Stühle einpacken. Ins Inventar ablegen. Nehmen noch einen im Inventar ablegen. Und noch einen. Wie viel macht der? Ausdauer plus 2. So, schauen wir doch mal kurz. Ausdauer, wir sind noch bei 50. Können noch ein paar Sachen nehmen. So. Die zwei hätten wir nicht nehmen sollen, tatsächlich. Plapp. Plapp. So, geh mal wieder. Geh mal wieder raus vor die Tür. Wir haben kein Pferd mehr. Das finde ich tatsächlich etwas tragisch. Weil dadurch sind wir wieder relativ langsam. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir uns jetzt einfach mal so ein Horse kaufen. Hello, Animals. MacDs Stall. Oh. Ich meine 7 Tage. Das heißt, das wären 20 Mal Mieten. Und 20 Mal Mieten wären 20 Wochen. Das wären sogar 30 Wochen. Aber, ne, das wächst wahrscheinlich noch, oder? Ich meine, das ist 100% loyal, das ist halt noch gar nicht. Ich nehme an, das ist immer das Maximum. Das heißt, das Pferd für 15.000 ist durchaus besser, bis auf Einsatz von Durchhaltevermögen beim Sprung. Und dann würde ich sagen, wir sparen die 15.000 und dann kaufen wir uns so ein Horsey. Ich meine, Mieten ist ja eigentlich eine schöne Sache. Ne? Miet ist so ein Horsey und das Horsey ist gemietet und dem geht's gut und dir geht's gut. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, 30 Wochen? Schon lange Zeit. Müssen wir uns aber erstmal einreiten, dass es auch loyal wird. Stimmt, Sophie. Hi. Have you seen my granddaughter? I just saw her a minute ago. Where did she go? Ich habe sie nicht gesehen. Goodbye. Hi. Ist das? Ach so, die Kamera, ja. Ah, es ist echt nicht da. Ich dachte, ich kann dir jetzt mal hier einen Kuchen geben, aber nein, da versteckt sie sich wieder. Dann springen wir halt mal eine Runde über die Stadtmauer. Ohne Pferd bist du halt echt Stunden unterwegs. Gott sei Dank hatten wir ein Pferd. So, heute Abend um 19 Uhr ist schöne Stadtversammlung. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Da haben wir ja tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Hui! So, ab durch die Mitte. Können uns auch hier ein Pferd klauen. Erstmal zu Ack. Erstmal mit Ack reden, Ack eine Spule reinhauen. Stimmt, Remington? Hello. Hello. We're sort of a frontier town. If you go west from here, you'd hit the periphery.
Ja, ihr müsst uns vor den Monstern beschützen, das wissen wir ja schon. Hey! Oh la la, my dear. Ich glaube, er vermisst Lara. Also ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Können wir auch kämpfen? Nee. Hätte ja sein können. So, ein paar Fälle in Auftrag geben. Das geht auch. Interessant. Zahlt man halt mehr, aber, ne? Das ist das Manganstahl. Okay, dafür müssen wir aber noch ein bisschen Kohle machen, bevor wir sowas machen. Wenn so ein abgenutztes Fell. Ich kostet nicht viel. Aber das andere, ne? So, aber dann gehen wir mal kurz zu Mei Mu Ma und geben dir die Kamera. Hui. Und dann sind die von krass ausgestattet. Dann können die in Zukunft über meine Heldentaten mit Bildbeweis berichten. Wow, that's a real camera. Must have been hard to make one. Ich hab's nicht mal gemacht. With this camera, we can really make our newspaper shine. Thank you so much. Here, take this as my appreciation. Die Kamera ist verpufft. Ja, hier steht auch die Druckerpresse. Was ist die Kameratasche? Kabi-Kamera? Nee. Ja, weiß ich jetzt nicht. Wir müssen hier auch mal. Wir haben noch zwei Seiten, die wir nicht freigeschaltet haben. Was? 1300. Wir müssen doch sparen. Wir brauchen doch unbedingt ein Horsi. Guck mal, was kriege ich denn für so ein Hocker? Ja, komm. Nehme ich. Das ist gut, ob ich mehr davon. Ja. Guck mal, wenn jetzt vier. Ich meine, wir kriegen nur 5 pro Steinhocker. Aber die Frage ist. Wie viele Steine haben wir? Und was kostet so einer? So, den können wir doch sicherlich hier herstellen. Steinhocker. 10. 200 mal 5 sind Tausende. Ja. 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 Wir haben nur noch 1600 Steine. Das geht ja gar nicht. Wir machen jetzt mal ein bisschen Geld, indem wir Steinhocker verkaufen. Das lohnt sich, habe ich gehört. Und man sollte natürlich immer an Leute verkaufen, die das selber nicht herstellen können. Möchtest du ein paar Steinhocker kaufen? Nein, möchtest du nicht. Okay. Pinky! Ja, ja. Wir können ja auch mal hier schauen. Steinhocker zu verkaufen. Schöne Steinhocker. Ich meine, da kann man auch Pflanzen draufstellen. Oder auch ein Brot drauflegen. Preise sind heute nicht gut. Das muss da gleich rüber, aber ich muss erst hier kurz Dinge verkaufen. Was zahlt der? Auch 5. Komm, dann machen wir den Arm. So, 2000. Genug. Genau das, was du brauchst. Okay. So, der ist bankrott. Was ist das bankrott? Der hat kein Einkaufgeld mehr. Hier nehmen wir den Rest. 16.000. Wunderbar. Das heißt, wir können uns ein Pferd kaufen.
Hier entsteht also das Museum. Ich habe ja schon die ganze Zeit gedacht, ich muss mal gucken. Hier gibt es ja bestimmt was, was hier sichtbar wird. Das ist ein cooler Bauarbeiter mit einem coolen Hut. Eine Bauarbeiterin, oder? A und G. Sind das Gus und Albert? Nee. Das sind einfach irgendwelche random Dudes. Haben wir da hinten eine Station? Nicht wirklich. Aber wir können zumindest näher dran fahren. Hier entsteht ein Museum. Ich glaube, schenkt sich nicht viel. Fahr mal dahin. Wobei, ich fahr mal dahin. Ist eine kürzere Fahrt. Und laufen müssen wir dann so oder so. Deswegen. Ja. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Danke, Theodi. Total nett von dir. Emily ist immer noch nicht da. Wie soll ich dir denn so Kuchen schenken, wenn die nicht mal anwesend ist? Nee. Wing. Ich möchte ein Pferd kaufen. 15.000. Gönnung. Erfolg. Können wir noch eins kaufen? Ich habe kein Geld mehr. Aha! Hier, du Reittier. Muss sie ja erstmal ein bisschen lieb haben. Du bist ja auch eher eine Horsina als ein Horst, glaube ich. Ah, genug Liebe jetzt gegeben, jetzt können wir reiten. So, Manganstahlbarren sind auch langsam am Start. Sollte man nämlich die 20 Stück zusammen haben, glaube ich. Ja, 8 und ich glaube, wir hatten 13 oder so hatten wir schon in der Kiste drin. Achso, ja, wir haben sie schon im Inventar. So, was fehlt noch? Was fehlt? Ach, die Lagerung. Ja gut, die sind ja am Produzieren. Relikte. Metalle. Oh, das heißt aber auch, wir haben ja gar keine Produktion mehr. Oh, wir haben den Hühnchens heute noch nicht Hallo gesagt. Da sind die direkt vernachlässigt. Keine Produktion mehr an ihr Forschung. Wir müssen mal wieder ein paar Datendisks abgeben. Ich weiß nicht, ob das hier am Wochenende sonntags geht. Und wir waren auch noch nicht in der Handelsgilde. Oh, Leute. So beschäftigt mit dem Pferdekauf. Ganz vergessen haben, die wichtigen Dinge im Leben zu machen. Fortschritt. Das Einzige, was zählt. Du bist da. Morsi, es wird Zeit. Wir sind noch nicht fertig, oder? Noch eine Stunde und 45 Minuten. Das heißt, um 2.50 Uhr sind wir auf jeden Fall durch. So, kurz mal hier reingehen. Ah, ein Schwert. Welch wunderbares... Moment, ein viel zu dicker Griff. Wie soll man sich daran festhalten? Eieiei, ich meine, über die Qualität der Klinge möchten wir jetzt mal nicht reden. Ist auch viel zu spitz, der kann sich ja noch mehr verletzen. Das soll ja nicht passieren. Ich hasse dieses Teil hier. Aber hier ist was krumm. Das habe ich direkt gesehen. Das ist auch krumm, aber das muss auch krumm sein. Aber diese Delle sollte nicht sein. Ich weiß nicht, wie die ins Holz gekommen ist. Die ist wahrscheinlich aufgeschwemmt durch zu viel Feuchtigkeit. Moment, das ist eine Delle, die sein muss. Okay, aber auch hier wieder viel zu spitz. Ja, da stichst du in den Gegner rein und ne, der ist verletzt. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir nicht. Wie soll denn hier Licht rauskommen? Wenn hier so ein Uraneinfall ist, das geht. Diese Überlänge hier. Und auch so spitz. Ach, das ist natürlich kritisch. Sind diese Rufpunkte eigentlich das, was mich hier aufsteigen lässt? 5000. Hier, das ist immer noch. Was macht der denn die ganze Zeit? Der bescheißt doch. Antoine, der bescheißt doch, oder? Hey. Ja. Ja, Gemüsesalat. Ich weiß.
Gruppenfoto. Foto machen, Haltung. Drehen. Okay, komm. Wir müssen ein bisschen so. Ja. Das ist doch mal ein gutes Bild. Ich würde sagen, ich meine, eigentlich müsste man es hier noch croppen, ne, dass man hier nur die Größe hat. Speichern. Okay. Raus da. Ja, haben wir ein schönes Bild gemacht. My friend. Kann ich das, habe ich das jetzt ausgedruckt und kann es auch jemandem schenken oder wie sieht das aus? Nee, ne? Ach, dann halt nicht. So, das haben wir gemacht. Ich wollte noch was machen. Ich habe es natürlich instant vergessen. Wir können Django aber nach Rezepten fragen. Aber machen wir nicht mehr diese Folge, weil diese Folge ist vorbei. Dementsprechend sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und morgen, 18 Uhr geht's weiter. Bleibt gesund, hau rein und bye bye.